Mein Name ist Markus Liebelt. Ich arbeite bei der T-Systems seit einer Reihe von Jahren und bin seit etwa 10 Jahren für die sogenannte Softwareentwicklungsumgebung zuständig. Das heißt, wenn Softwareentwicklungsprojekte neu beginnen, kommen sie zu mir und ich helfe ihnen dann, die richtigen Softwareentwicklungsprodukte auszuwählen, diese einzuführen, ins Projekt sie zu konfigurieren und so weiter. In meinem Vortrag auf den Community Days geht es hier vor allem um Jira, teils auch um Confluence. Und ich werde Ihnen was über die spezifischen Besonderheiten der Nutzung von Jira bei der T-Systems erzählen. Das sind vor allem zwei Aspekte. Das eine ist, Projekte sind bei uns mandantenfähig unterwegs. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Projekte sich nicht gegenseitig sehen oder stören in Jira. Und das Zweite ist, dass Projekte bei uns individuell zu konfigurieren sind. Das heißt, jedes Projekt hat bezogen auf Jira spezifische Anforderungen, die natürlich im Widerspruch oft stehen zu unseren Standards oder der Governance, die wir definiert haben. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Themen wie Migration der Software über die Jahre weg. Wie gesagt, wir betreiben das seit gut 9 Jahren für die Projekte, die Integration von Plugins oder auch die Integration von Fremdsoftware in Jira dann. Power-User und Administratoren sollten Folgendes bei meinem Vortrag mitnehmen. Sie haben grundsätzlich verstanden, wie T-Systems Jira nutzt. Sie erleben live die Schmerzen, die wir damit haben, aber auch die Freude, die das oft macht. Und Sie werden dann hoffentlich nicht nur die Schmerzen erleben, sondern sie auch lindern können, im besten Fall sogar nicht nur Workarounds verstehen, selber anwenden können, sondern auch echte Lösungen, wie man eben diese Schmerzen upfront vermeiden kann.